Anfang des letzten Jahres berichtete Agrar heute, dass der Ukraine eine große Missernte zu befürchten hat. Die Ernte sei bedroht, einerseits aufgrund des Krieges und demzufolge, dass die Leute dann weniger Fläche bestellen können und es Probleme bei der Düngeproduktion und auch Lieferung für die Bauern dort gibt. Bauern, die in den Kriegsdienst gehen und deshalb nicht regelmäßig bei ihren Flächen sein können oder gar die Felder unter Beschuss stehen, ist etwas blöd, etwas anzubauen, wenn dann die Gefahr doch relativ groß ist, dass am nächsten Tag ein Loch durch eine Bombe im Feld drin ist. Wenigstens ist dann der Boden tiefgründig gelockert und wenn es mal dazu kommt, dass da draußen ein Baugebiet wird, dann ist wenigstens das Loch fürs Fundament schon mal da. Durch die ganze Konfliktsituation schrumpfte auch die Anbaufläche im Allgemeinen. In einem Blogartikel berichtete auch ein Landwirt über seine Arbeit sowohl in seinem Familienbetrieb als auch im Kriegseinsatz. Und da schildert er halt so ein bisschen seine Situation, dass er dann immer wieder mal zum Beispiel Gräben an der Front ausheben musste und dann, wenn er wieder zurückgekommen ist, bei seiner Frau und seinem Kind dann weiter im Familienbetrieb ausgeholfen hat und halt schon da erzählt, dass allein der Familienbetrieb seine ganze Aufmerksamkeit benötigte, also den ganzen Tag am Arbeiten ist, 12 bis 16 Stunden und dann noch zusätzlich die Kriegssituation alles erschwert. Dass 30% weniger künstlicher Dünger ausgebracht werden konnte. Bei Agrar heute kann man unter anderem lesen, wenn ein Landwirt um 30% oder weniger Dünger ausbringt, kann der Ertragsverlust doppelt so hoch sein. Auch spielen hier die Preissteigerungen im Vergleich der Vorkriegszeit mit eine Rolle. Diese Befürchtungen trafen nicht ein. Mehr das Gegenteil ist eingetroffen. Man geht sogar von Rekordernten aus. Bis Ende Dezember wurden in der Ukraine 79,2 Millionen Tonnen Ernte eingefahren. Von rund 58 Millionen Getreide und fast 21 Millionen Tonnen Ölsaaten. Im Vergleich zum letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt sind die Ernten um 23,6% gestiegen. Davon 19,7% beim Getreide und 18,5% bei den Ölsaaten. Auch gab es eine leichte Steigerung bei der Ernte von Mais. Auch nach Angaben und damaligen Schätzungen des Ministeriums für Agrarpolitik sah die Ernte bei den Hauptkulturen ziemlich positiv aus, sind sogar bei sehr vielen gestiegen. Ich bin auf die ganze Sache aufmerksam geworden, weil mein guter Freund davon erzählt hat, dass halt die Landwirte dort in der Ukraine zum Teil überhaupt gar keine Düngermittel auf ihre Felder ausgebracht haben, aber trotzdem eine bessere Ernte erzielen konnten. Deshalb habe ich mir die ganzen Berichte mal etwas genauer angeschaut und was ich halt sehr erstaunlich finde, dass halt einige Bauern trotz kriegerischer Situationen dort mit den ganzen Konflikten dann noch weiter anbauen und auch ziemlich gute Erträge erzielt haben. Und recht verblüffend finde ich auch, bei diesen anfänglichen Prognosen, wo halt das schlimmste Szenario skizziert wird, wahrscheinlich halt um wieder ein bisschen Drama zu erzeugen, weil damit verdient man ja online ziemlich gut Geld, dass halt die Leute da draufklicken, dass halt eine Hungerkatastrophe passiert, eine Missernte, also wirklich so eine Art Schwarzmalerei und dann doch das genaue Gegenteil rausgekommen ist. Vor allem die Ausführung, dass wenn man 30% Dünger ausbringt, dass man gut eine Hälfte der Ernte dann vergessen könnte. Und hier bei uns in Deutschland ist es ja auch zum Teil so, wenn ich da mit konventionellen Landwirten spreche, dass wenn man nicht düngt, dann wird auf dem Feld nichts wachsen oder es kommt halt nichts Gescheites rum. Natürlich hier bei uns in den Bodenverhältnissen, die wir halt gerade haben, stimmt es vielleicht, in der Ukraine schaut es halt ein bisschen anders aus. Woran kann es denn unter anderem liegen, dass sie weniger Dünger eingesetzt haben, aber dennoch eine bessere Ernte erzielen konnten? Einerseits hat man dann in den Berichten gesagt, dass halt in der Ukraine die Wetterverhältnisse ziemlich gut gewesen sind und das einen guten positiven Einfluss eingenommen hat. Außerdem wird ja auch nicht umsonst gesagt, dass die Ukraine die Kornkammer von Europa ist. Liegt aufgrund daran, dass sie halt einen sauguten Boden haben. Richtig geile, fruchtbare Schwarzerde. Das ist Luxus. Für die meisten eine Rolex oder ein Lambo, für uns Gärtner solche Schwarzerde. Eines der besten Investments und in Zukunft garantiert mit Wertsteigerung. Ich möchte noch erwähnen, dass das keine Anlageberatung ist. Nichtsdestotrotz ist so eine Schwarzerde doch eine gute Rentenversicherung. Günstige Wetterverhältnisse und ein sehr fruchtbarer Boden, der das Ganze halt begünstigt. Und ich habe ja auch ein Video zu diesen künstlichen Düngern auch gemacht, dass ich die halt mehr kontraproduktiv finde und auch die Pflanzen mehr zwangsernähren. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich dir hier oben
verlinken. Jetzt bist du gefragt. Was denkst du, was denn die Ursachen sein könnten, dass die Ukraine trotz diesen Prognosen so eine wunderbare Ernte machen konnte? Dünger im Boden von den letzten Jahren, die noch übrig geblieben sind? Mutationen durch die Nutzung von Uranmunition? Absteigender Mond im Wasserzeichen Wassermann in einer Ellipse zwischen Sonne, Venus und der Rakete von Elon Musk, die Richtung Mars fliegt? Asche aus den Kämpfen dort? Aber bevor ich noch weiter abschweife mit meinen Vermutungen, schreib mir doch gerne deine Sichtweise unten rein und ich würde mir jetzt noch ein paar weitere skurrile Sachen ausdenken. Du kannst dir währenddessen noch diese zwei weitere spannenden Videos anschauen. Genverändertes Saatgut oder spezieller organischer Dünger aus Mensch.